Mothership's production assets have been installed and are now operational. Engineering is working hard to integrate new production modules, but for now, current shipbuilding options remain limited. The Kalan Raiders we encountered are the last remnants of a Tidani vassal state. So it's no surprise that they still hate us, that their carrier was an older, obsolete design. Obsolete or not, hyperspacing through a solid object, that shouldn't be possible. How did they learn to do that? We have to assume the worst, that whoever is orchestrating the hyperspace attacks and the anomaly are outfitting and enhancing these raiders to stop us. We need to get to the Noctua 27 system as fast as possible. If we can access the Kessera Gate, I should be able to get us to our destination undetected. Optimal strategy, Command. Well done. And I was impressed to see you getting a handle on combat. You had me worried after that first encounter. I'm still struggling with it all. The losses. But I don't want to forget them. May the burden remain. Sorry? It's an old Pactu saying. Even in victory, there is loss. Forget that is to forget them. May the burden remain. May it remain. I'm plotting a course to cross the Great Boreal Sea in a single jump. Setting quantum waveform damping fins to maximum. Stand by. Again? Focus, child. Bend hyperspace to your desires. This must be neural failure. Multi-reality personality reintegration. Impose your will. Open the door. Open the door. Open the door! Focus, Imogen. Hyperspace complete. Your vitals are spiking again, Command. Are you okay? Yes. Having a minor glitch in the navigation system, Intel. It keeps taking me by surprise, but I should be able to iron it out with the next jump. Understood, Command. Keep me in the loop. So, damit sind wir in der nächsten Mission. Ich muss erstmal mein Schiff wieder auffrischen. Something is wrong here. The gate is offline. Initiating diagnostic scans. This gate wasn't shut down by the anomaly or random damage. It's been deliberately sabotaged. Three gate control modules, or GCMs, have been disconnected. All three must be reconnected to charge the primer and ignite the gate. The first GCM is located here. Use resource controllers to connect this gate control module. Alles klar, aber erstmal. This is a very large AO. Recommend putting our strike craft into groups to improve command and control. Group 2 reinforced. So, jetzt will ich gerade mal gucken, kann ich irgendwie... Every progenitor gate has data spires. With a bit of reprogramming, we can use them as large sensor receivers. Good idea. Adding marker now. Recommend deploying strike craft to interface with a data spire immediately. Group 2 reinforced. Ich versuche mal gerade eben zwei Kampfgruppen zu machen, damit es für mich ein bisschen leichter wird jetzt hier. Also jetzt habe ich Gruppe 1 und Gruppe 2. Um an zwei verschiedenen Orten jetzt hier angreifen zu können. Es gibt leider keinen Splitting-Button oder sowas in der Art und Weise. So, das Erste, was wir machen, was wir gelernt haben. Ravenflight. Signal is consistent with ships flying in close proximity to terrain structures. Stay on alert. Okay, hier scheint nichts zu sein. Dann fangen wir schon mal an jetzt hier mit diesen Rohstoffen hier. Und mit denen hier gehen wir schon mal dahin. Und Gruppe 1 geht dahin. Understood.
Gruppe 2 bewacht derweil die Rohstoff-Heinis hier. Den einen muss ich darüber schicken, wie gesagt. The GCMs in order to activate the gate. Without it, there's no way for us to get to Noctua 27. Wave point set. Move to location. Any ship can interface with data spires. Move a unit into close proximity to enable capture. Das machen wir, dann machen wir den Datenturm. Ne? Hätte ich eigentlich auch die Sonde gar nicht gebraucht. Hab ich die Sonde hier irgendwo noch? Nein. Data Spire captured. Stand by for sensor integration. And Data Spire online. Objective complete. Nice hack, Command. Thanks, Intel. Okay. Und als nächstes müssen wir das hier machen. Sind wir schon dabei? Und jetzt gibt's Ärger. Gate control module online. Primer sequence start. 7% in holding. Tja, wir müssen dieses Tor aktivieren, ne? Stück für Stück. Structure scans show a viable module location ahead. The second GCM is located here. Scout the location and establish a safe area of operations. Mothership ready for speed increase upgrade. Just let us know when you want to initiate fleet command. Ja, wir können das Schiff jetzt auch noch upgraden, hier unser eigenes Mutterschiff, wie ihr sehen könnt. Ich würde sogar sagen, wir machen das. Und wir werden hier diese Mission auf keinen Fall verlassen, ohne Ressourcen, ohne alle Ressourcen mitzunehmen. Aber vorher kommen die Stinkstiefel. Warp Kalen Raiders detected. Engage and destroy. We must protect our assets. Be advised, proximity to or within the gate structure will prohibit sensor visibility. So, hier legt ihr auch mal los. Okay, die haben wir jetzt hier ganz gut erwischt. Recommend caution. Check 6. Nicht verfolgen, nicht verfolgen. Es könnte eine Falle sein. Copy, we see you. Your link is showing fault with gunnery control. Give panel C42 a kick and you should be fine. Ich habe übrigens vor, später meine Rohstoffsammler so einzusetzen. Also ihr seht, die haben jetzt hier schon alles gerade eben eingesammelt. Oh, da kommen wieder welche. Dass wir also Begleitschiffe für sie haben. Eieiei. Also Fregatten und so weiter und so fort sollen die begleiten. Das ist so meine Idee. Oh, Gruppe 2 hat schon 2 verloren, das ist ärgerlich. Na kommt schon, ihr schafft es doch. Immediate threat clear. Resuming standard combat protocols. Ready to copy. Interceptor production complete. Ihr folgt denen jetzt hier mal gerade eben. Lead, how copy? Group 2 reinforced. Group 2 reinforced. So, auch hier machen wir wieder das Mauerteil. Sehr gut. Man kann auch wirklich gezielt die Beschädigten auswählen und zum Beispiel dann jetzt hier in die Reparatur schicken, ne? Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz nette Sache. Aber ich will jetzt erstmal da drüben diese Rohstoffe einsammeln. Send transmission. Send message. Und dann sehen wir mal weiter. Also schon mal ein paar Gegner jetzt hier wegholzen. On our way. Just receiving position two. So, das ist meine Gruppe 1. Ne, die werden nicht Delta, die werden auch wieder Mauer.
Und da haben wir Kontakt. Pirates are using structural interference to cover their approach. Caution. Resource controller is under fire. Ja, ja, aber der hält es hoffentlich aus, oder? Da drüben dürfte eigentlich gerade eben nicht viel passieren. Hoffe ich. Warum seid ihr weggeflogen? Hä? Okay, ich habe nicht ganz verstanden, warum die sich jetzt hier gerade eben zurückgezogen haben. Ich glaube, die wollen... Achso, die wollen sich mit den anderen in die Gruppe verbinden. Das ist hier passiert. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Prallt ihr euch. Wisst ihr, was ich glaube ich noch mache? Ich mache nochmal eine Sonde. Wobei, diese Sonde hier kann ich einmal darüber hier schicken. Ja, einfach schon mal mit ein paar Sonden jetzt hier ausscouten. Die Sonden kosten ja zum Glück nicht viel. Einfach dann schon mal gucken, was da so Phase ist. Ich schicke euch mal direkt wieder zur Reparatur. Und ihr bewacht jetzt mal ganz, ganz kurz die da. Bis die jetzt hier diese Ressourcen eingesammelt haben. Das sind ja nicht mehr viele. Dann holt ihr noch diese Ressourcen hier. Weil es wäre ja ärgerlich, jetzt hier das Zeug zurückzulassen. Oh. The mothership is under attack. The mothership is taking damage. Ja, das sehe ich auch. Mothership taking damage. Okay, das ist neu, das habe ich so nicht erlebt gehabt damals. Gott, sind das viele. Ich glaube, ich brauche Hilfe hier drüben. Oder? Nee, nee. Ich ziehe jetzt nicht alle Gruppen ab. Ich bin jetzt einfach mal so arrogant und sage, das schaffen wir schon. Okay. Ihr habt jetzt das hier gemacht, das geht ja da drüben hin. Gut. Oh, da ist noch einer. Es sind echt eine Menge von denen jetzt hier gerade eben, aber der Schaden, den sie machen, ist eigentlich nicht der Rede wert. Okay. Dann dockt kurz mal an und danach holt ihr das Ding hier wieder, den Datenturm wieder. Ich wusste gar nicht, dass sie den... Ich glaube, dass ich habe sie getriggert, indem ich die Sonden dahin geschickt habe. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist der Fall. Schieße da noch diese Probe jetzt hin. Ich habe auch nur noch eine Probe. Also ich glaube, die eine wurde abgeschossen irgendwo. Vermute ich zumindest. So, jetzt nehmt ihr das Ding hier wieder ein. Ihr macht derweil jetzt hier gerade eben mit den Ressourcen hier weiter. Sehr brav. So, wenn ihr das jetzt hier gemacht habt. Ja, copy. Flight is on station. We're ready. Ich glaube, ich mache mal die Clown-Formation. Vielleicht ist die auch ganz gut. Channel open, stand by. Wir fliegen jetzt hier schon mal mit dem Mothership darüber. Und du begleitest das Mothership. So, und hier? Ja, ihr habt immer noch einiges an Ressourcen. Ich will sie alle haben. Ganz im Ernst, wir würden sie ansonsten, glaube ich, später sehr, sehr schmerzlich vermissen. Und das muss ja nicht sein. Leider kann ich nicht noch mehr Abfangjäger haben, ne? Das ist so das Ding. Ihr seht, die sind stark gegen Angriffsschiffe und langsame Gegner mit Einzelschaden, schwach gegen Anti-Angriffseinheiten, also gegen so, ja, Fregatten, sage ich jetzt mal, die hart schießen können.
Aufklärer sind stark gegen Logistikschiffe und Gegner mit geringfügiger Höhenintegrität. Also sie sind dagegen alles stark, was halt schwach ist, ne? Okay. Ready to copy. Ja, da sind noch einige Ressourcen hier, überraschend viele. So, okay, okay. Wir sind jetzt schon hier. Und werden diesen Kontrollpunkt jetzt hier einfach mal weiter halten. Hier gibt's nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn da noch drin? Jetzt ist der leer. Da sind noch 600 drin. Okay. Ich dachte gerade schon, ich greife jetzt hier irgendwas an. Nee, nee, hier ist alles gut. Okay. Schön sammeln, Freunde. Schön sammeln. Wobei ich gerade eben feststelle, ich glaube, die machen gar nicht alles. Ich gebe denen jetzt hier mal den Befehl, ein bisschen mehr auszuschwärmen. Ich habe das Gefühl, es können nicht beliebig viele gleichzeitig an so einem Ressourcenpunkt arbeiten. Das ist so mein Feeling. Ja, die verteilen sich. Das sieht man jetzt hier schon, ne? Was ist dein Ziel, Junge? Ich glaube, der geht irgendwie da hinten hin. Das Gefühl habe ich zumindest. Wisst ihr was? Komm, wir machen jetzt mit dem hier schon mal direkt den Punkt hier. Ich kann auch andere Schiffe übrigens übernehmen. Weiß allerdings nicht, warum ich das tun sollte. Wir haben auch gerade eben gehört, ne, diese Raider-Schiffe sind irgendwie outdated. Technologisch gesehen. Du beschützt jetzt den da noch. Und hier sind noch 100 Ressourcen drin. Ich glaube, man kann hier locker flogig fast mit 30.000 Ressourcen rauslaufen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Zumindest war ich, wie haben sie es gesagt im Stream damals, ich war reich. Nach dieser Mission hier. Genau, du machst dir dein Ding. So, dann ist jetzt hier, da ist noch 300 drin. Wow, auch 300. Das ist schon sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, wo der potenziell nächste Gegner rauskommen soll. Aber es gibt ein paar Indikatoren, sagen wir es mal so. Okay. Oh Gott, ich erinnere mich. Ja, ich sag mal so, ich brech mal meinen Anflug ab. Enemy missile frigate detected. Engage and destroy. I've fought these before. They can be deadly. Use terrain elements as cover. Ships in passive or neutral stance will use cover as much as possible. Ich muss den von hinten angreifen. Ich erinnere mich. Ihr macht jetzt mal alle ganz, ganz kurz diese Ressourcen hier. These frigates carry most of their armor on their bow sections, and that leaves them weaker on their rear flanks. Genau, wir müssen die von hinten angreifen. Sections will do more damage. Das ist das Beste, was ich jetzt machen kann. Also das Ding ist, zeigt gerade eben sein Heck an die Stelle. Ne? Wir versuchen jetzt hier mit so wenig Schaden wie möglich, also selber so wenig Schaden wie möglich kassieren, ihn anzugreifen. Ob das so gut klappt, wird sich zeigen. Aber jetzt sind wir, glaube ich, soweit. Ihr greift an, Freunde. Und ich überlade euch, sobald es geht. Damit wir jetzt hier nicht so lange mit dem jetzt hier rumdödeln müssen.
Yes! Im ersten Anflug. Objective complete. Move a resource controller to the location indicated and reconnect the second gate control module. Ja, das können wir jetzt auch endlich machen. Ah ne, der ist schon verbündet. Ne, hier muss ich jetzt hin, genau. Ne, das ist doch auch verbündet. Jetzt. Okay, jetzt wird es mir richtig angezeigt. Gut, 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 gut. Also, es hat geklappt, wie es soll. Wir fliegen jetzt erstmal dahin mit dem Mothership. Das war der angenehme Teil. Also, man kann das wunderbar wegholzen, das Ding, ne, wenn man da wirklich von hinten diese Dinger nutzt. Ich habe auch einige Kritik gelesen von manchen Leuten, die sich darüber beschweren, dass es irgendwie gar keine leeren Raumbereiche gibt, sondern dass es immer irgendwelche Strukturen gibt, um die gekämpft wird und dass sie sehr, sehr enttäuscht sind. Ich glaube, das ist Absicht, einfach um, ja, dass die Steuerung, also die alte Steuerung, mit denen die Neulinge, die das halt damals nicht gespielt haben, nicht klarkommen, dass man die ihnen da quasi nicht so dermaßen aufzwingt, ne? Weil jetzt hier so ins All rauszufliegen, wie ihr seht, da kommt nicht jeder damit klar. Also ihr seht, also ich habe es inzwischen gelernt, theoretisch könnte ich das jetzt hier machen, aber, naja, sagen wir es mal so. Move to new position. Es ist offensichtlich, dass hier natürlich auch Neulinge angesprochen werden sollen. Second GCM placed. Nice work. Objective complete. Control module accepted. Gate primer charge increasing. So, ihr macht mal hier gerade eben noch weiter mit der Rohstoffsammelei. Command channel open. Na, weil man kann jetzt zum Beispiel einfach hier oben hinklicken. Als Anfänger. Und ich persönlich hoffe, beziehungsweise gehe davon aus, diesen Datenturm hätte ich eigentlich ganz, ganz gerne noch mir geholt. Oh, wir werden ja angegriffen. Ups. Wir werden angegriffen. Ja, da habe ich nicht kommen sehen. Resource Controller has been engaged. Interceptor production complete. Intel, I'm starting to have serious concerns about what's been done to these gate control modules. What do you mean? I've spent half my life studying everything Karen Sajet learned about the gate network, and this level of sabotage would take me weeks to work out. Are these raiders known for their tech knowledge? Not really. It's been my experience that Kalen Raider's science policy is to hit a new piece of technology till it does what they want, or it breaks. Oh je, das ist nicht gut hier. Resource controller hull integrity at 50% and falling. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Aber ich kann die halt leider momentan noch nicht reparieren. Ne? Ich habe noch keine Begleitfregatten, die reparieren könnten. Okay, die haben wir abgewehrt. This is the final active control module. Secure the area and dock the GCM. The mothership must be relocated to this position for gate entry. Kriegen wir auch hin. So, jetzt gehe ich mal mit allen ganz, ganz kurz mal wieder zurück in den Reparaturmodus. Confirmed engineering. Oder auch nicht. This strike craft class unit is less maneuverable. But more effective against capital ships. They'll give the missile frigates a hard time. Oh Gott, eine Salbenfregatte. Nee, wir fliegen mal hier wieder runter. Holt euch das Ding hier. Mehr Schaden, mehr Schaden, mehr Schaden auf das Ding. Missile frigates on sensors. Recommend high-speed strike craft flybys, followed by rear and flank attacks. Additional data spire detected. Mothership taking fire. Enemy strike craft. Ja, gucken wir mal, dass wir unser Mothership hier noch einigermaßen gesichert bekommen. Sensor alert. Enemy strike craft. Ei, 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 ei.
Roll in and watch the counter. Our strike craft are getting hit hard. Recommend we research a hull integrity upgrade and give our pilots more time in battle. Yeah, Flottenbomber kann ich jetzt erforschen, um schwerere Sachen zu zerstören. Send transmission. Control. Good luck, come on. Nailed it. That did it. Good kill. Haben wir noch irgendwie Kontakt? Ja, also dafür brauche ich auf jeden Fall eine andere Bewaffnung. Dafür brauche ich die Flottenbomber, weil die hauen da mehr rein. Ich mache nochmal 5 Abfangjäger mehr. Und dann rüsten wir sofort hier das mit der Tarnung auf. Vielleicht die nächste Tech jetzt hier rausgeballert. Oh je, ich mache mir gerade eben Sorgen um meine Schiffe da unten. Ihr fliegt mal besser hier rüber zurück. Und ich glaube, es gibt hier keine Ressourcen mehr zu holen. Gibt auch keinen Grund mehr, also quasi jetzt hier in der Gefahr zu bleiben. Okay. Clown-Formation ist da. Interceptor production complete. Heads up, the first batch of bombers rolling off the line. Looking good. Good read. Relax. So, jetzt haben wir die Clown-Formation. Was ist mit euch? Receiving. Understood. Das sind die Flottenbomber, die bekommen jetzt von mir die neue Numero. Wisst ihr was? Das hier wird jetzt die neue Nummer 1. Und ihr werdet jetzt die neue Nummer 2. Clear and copy. Eine Formation in wechselseitiger Ebene nützt sich, um Feuerkraft zu konzentrieren, insbesondere für Großkampfschiffe. Received. Linienförmige Formation mit den größeren Schiffen vorne und den kleineren hinten. Ja, das ist für später eigentlich ganz, ganz gut. Ich glaube, wir machen jetzt hier da die Mauerformation. Und bei der 1 gehe ich jetzt hier dann doch mal auf da die V-Formation, die jetzt aber dann schon sehr groß wird. Also wir bauen jetzt erstmal ganz, ganz kurz die Schiffe jetzt hier auf, ne, bevor wir uns jetzt mit denen hier unbedingt anlegen. Und ich möchte schon die maximale Feuerkraft haben. Wäre ich schon ein Fan von. Awaiting orders. Ready to copy. Group 2 reinforced. Understood. Relax. So, ich kann die übrigens hier unsichtbar machen. Das war die Forschung, die wir gerade eben gemacht haben, um sie zu tarnen. Salvenfregatte. Maximale Geschwindigkeit 354, Sensor Range 5000, Visual Range 1000, Retaliation Range. Okay. Was haben wir da so? Send. Send message. Group 2 reinforced. Wenn ich mir also die Werte von unseren so angucke. Wir haben eine höhere Retaliation Range, was auch immer das heißt. Ich muss zugeben, dass ich es nicht weiß. Group 2 reinforced. Also, wir tarnen sie jetzt mal. Und gehen jetzt mal da hoch. Our strike craft are getting hit hard. Recommend we research a hull integrity upgrade and give our pilots more time in battle. Was für ein Hull Upgrade? Please tell me. Ich bin ja offen für alles, aber ich weiß nicht, was ich angeblich jetzt hier gerade immer forschen soll. Muss ich gestehen. Bombers have been constructed. Objective complete. So, wir greifen jetzt hier auch an. Ja, wobei.
Okay, das Ding haben wir jetzt übernommen, den Datenturm. Und jetzt versuchen wir einfach jetzt hier hart drauf zu hauen, in der Hoffnung, dass es keine dumme Idee ist. Okay, let's go. Okay, den einen ab. Wow, wir haben es direkt zerstört. Perfekt. Hostiles cleared. Move a resource controller to the marked gate control module. Wir haben es direkt zerstört. Das war wieder angenehm. Ich mache direkt mal eine Nummer draus. Wieder Nummer 2. Ich glaube, ich repariere sie sogar direkt wieder. Gibt es hier Beschädigte? Ja, auch ihr. Komm, die werden alle ganz schnell sofort repariert. Es gibt aber, glaube ich, nichts mehr, was ich jetzt hier einsammeln könnte. Also, wir müssen jetzt hier zu diesem Transitpunkt. Und du gehst da runter und machst das Steuerungsmodul an. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft jetzt hier in dieser Mission. Also ihr seht, die Missionen werden jetzt inzwischen schon länger. Die sind nicht mehr ganz so langsam. Oh, warte mal, hier. Ah, Angriffsschiffshüllenintegrität. Jetzt habe ich es endlich entdeckt. Das war noch ein bisschen versteckt an der Stelle für meinen Geschmack. We need this gate in working order. Direct a resource controller to the marked GCM. Once we capture it, the resourcer will reattach the GCM to the gate system. Oh ja, keine Sorge, das machen wir. Placing the last GCM will put the gate back in operation, and we can use it to jump directly to Noctua 27. We're getting flooded with Proxima, but it's all cleared up now. Das klingt doch gut. We got it. Receiving. Moving to Shadow. You see us lead? So, das ist jetzt schon verbündet, genau. Mothership coordinates acquired. We are in position for gate transit. Upgrade complete. Jetzt hoffe ich, dass das noch schnell gebaut wird. Bomber production complete. Jawohl, ist es. Ready to copy. Group 2 reinforced. Send message. So, das müsste jetzt. Nee, jetzt. LOL. Verdammt! Ich dachte, es wäre schon so weit. Ah, nee. Okay, jetzt muss ich das letzte Ding jetzt hier erobern. Ja. Forget it. Dusseligkeit hoch 10 an der Stelle. Ich dachte halt echt, das wäre es jetzt hier schon, ne? Aber war es halt noch nicht. So, wir haben jetzt auf jeden Fall. Eine Menge Schiffe jetzt hier. 35 Bomber, 35 Abfangjäger. Das Maximum, was wir rausholen können. Wir könnten theoretisch noch 5 Aufklärer rauskitzeln. Ich bezweifle aber, dass sie es wert sind. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen lassen wir es mal ganz schnell. So, jetzt habt ihr das Ding jetzt endlich? Jetzt machen sie es endlich. Okay, hier sieht man es nämlich gerade eben mal. Die fügen da halt wirklich was ein, ne? Final GCM locked in. Mission completed. Command, activate gate when ready. Ja, ready. Enemy strike craft on the board. Gate primer initiation sequence start. Preparing transit protocols. Wait. Short jump hyperspace signature detected. I felt this waveform before. It's another raider carrier. This is Pack Leader Baldrokar. I have demands of you, Sage. Who?
you. The one who fights for your quantum witch. Enough riddles. If you want to negotiate, stand down. No negotiations. Only truth. Angeblich mal wieder nur die Wahrheit. You will leave here, giant. Leave the guard's gate shut. We are on a life or death mission to get life. Where do Garans go? Only death follows. Ja, vor allem deiner Junge. Neutralize the enemy raider carrier to ensure safe gate transit. Enemy strike craft in area. Das war leicht, wenn man vorbereitet ist. My fathers, awake! My sons, arise! Raider carrier down. Clear the field of remaining hostiles. Prepare for hyperspace. Wir haben gerade eben nicht mal irgendwas verloren dabei, bis jetzt. Bin gespannt, ob das so bleibt. Oh. Die Salvenfregatte kann ich hier noch angreifen. Da sind noch zwei Salvenfregatten, die wir noch wegmachen sollten. Ja, jetzt habe ich doch einen Bomber verloren. Oh shit. Macht mir ja nicht meinen Resource Controller kaputt, ey, Freunde. Hostiles eliminated. Sensors clear. So, erledigt. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. You have each just received a mission briefing. Contained within are the most up-to-date details about this morning's hyperspace attacks. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Garan's Hajet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly. Stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Many of you are feeling overwhelmed, doubting yourselves. But ask yourselves this, Fleet. How does doubt stack up to Higaran training? Where does doubt hide in the most advanced mothership ever created by Higaran hands? And who would follow a course laid by doubt when we already have the finest navigator of our generation? I have no doubt. We will succeed. Intel out. Do you truly believe that, Isaac? Believe what? What you just told the fleet. Out there, in battle, doubt can kill you just as fast as hard vacuum. They need you to bury yours, so they can overcome theirs. So, we lie to them? Whatever it takes to complete the mission. We have orders. Yep. Die haben wir. Und damit sage ich jetzt an dieser Stelle schon mal zu euch, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter, ne? Stand by for gate commitment on my mark. In der nächsten Mission. Macht's gut. Tschüss und Ade. Damping fins to gate transit configuration. Here we go. 3, 2, 1.